Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von The Planet of Lana. Das erste Nicht-Minecraft-Let's Play. Cool, ne? Ja. Ich werde gestehen, ich habe das Spiel schon ein bisschen angezockt. Und dann habe ich gemerkt, dass es so episch ist, dass ich es aufnehmen will. Deswegen fangen wir jetzt einmal von vorne an. Ich war schon 11 Minuten drinne. Ich habe ein bisschen mich mit der Steuerung vertraut gemacht. Fangen wir an. Das ist so friedlich. Das sind wir. Lana! Hm? Ilo! Ibaki! Narameo! Olaiki! Okay, wir können offiziell laufen. Hier gibt's nichts. Cool. Dann auch in die andere Richtung. Ich nehme mal an, wir müssen ihm folgen. Die Systemsprache ist auf Englisch. Ich weiß nicht, warum der eine andere Sprache spricht. Ich nehme mal an, Ilo, das ist Teil. Narameo! Olai! Ich muss begrüßen. Das Spiel ist so riesig. Das muss man sich mal sehen. Die! Imahana! Springen. Ja, hier beim Boot. Nice. So. Hinterher. Abfahrt, Abfahrt, Abfahrt. Da ist er. Wartet auf was. Nemo. Beziehungsweise so. Böse Oma. Das ist halt das Tutorial. Das erste Story-Spiel, was wir spielen. Schreibt mal ruhig gerne, wie ihr das findet. Oh. Das hat mich beim ersten Mal schon erschreckt. Oh mein Gott. Was ist denn da getrippt? Wer ist er? Ich habe das Spiel kurz schon angezockt, aber nicht lange. Ich werde die Folgen wahrscheinlich irgendwie so zwischen 20 und 25 Minuten aufbauen. Genau. Vielleicht ändern wir das noch, je nachdem, wie viel immer auf einmal passiert. Das war mein erster Struggle. Aber wir können das Ding schieben. Und jetzt da drauf. Thank you.
Lana! Ilo! Na los, geht dem hinterher. Wessen Gräber auch immer das sind. Und es wird dunkel und rau. Zeug kommt. Ist es blind. Ich nehme mal an, wir gehen ihm jetzt hinterher, ne? Kommen wir zum Fluss. Abfahrt.
Lana, ich wette, die ist stärker als, keine Ahnung, 90% der Leute, die dieses Spiel spielen. Die zieht sich überall hoch, sprintet überall lang, mitten in der Nacht, kleines Kind. Weiter geht's. Oh. Ila? Oh, das ist der erste Sprung, den wir nicht wieder zurück können. Egal. Können wir hier wirklich nicht wieder... Ja. Point of no return. Die Grafik sieht so malerisch aus, das ist so krass. So, was ist hier? Nächster Sprung. Ila! Ja, okay. Na komm, bringt nichts. Ab fort. Diese Szene...
Ich weiß nicht. Wir gehen mal lieber oben lang. Ich glaube. Ah, okay, man kann auch nur oben lang gehen. Okay, okay. Ich dachte, das wäre die erste Entscheidung gewesen, aber das ist einfach nur Parkour-Training. Okay. So ein Storyspiel ist ein bisschen schwierig zu kommentieren, muss ich schon sagen. Weil die Story spricht für sich. Oh. Hier sind wir sicher. Wobei, der Roboter kann auch Klippen hochspringen, oder? Nee, der konnte das Haus nicht hochspringen. Oh, ja. Naja, Abfahrt. Komm. Und Sprung. Wichtig. Noch so ein Dorf. Ist das? Wie kommen wir weiter? Oh, ist das so eine Art Wippe? Moment. Wir müssen da hoch, oder? Ja. Kriegen wir es hin, das Ding da nach unten zu ziehen? Ja, sehr gut. Und jetzt können wir die Kiste hier hinschieben. Und jetzt hier drauf. Ah. Okay. Ich glaube, wir brauchen die Kiste. Die Kiste muss da drauf. Aber dann brauchen wir noch eine Kiste, um hier hochzuspringen. Ihr merkt schon, das ist so ein bisschen ein Logikspiel. Wir können das... Oh, hier gibt es noch was. Da ist noch eine Kiste oben drauf. Dann holen wir die Kiste. Hier hin. Und jetzt können wir springen. Wichtig. Jetzt hier lang. Und die Kiste runter. Nice. Nein, du solltest nicht klicken. Wir nehmen das Ding mit. Da vorne ab und die da stellen wir da drauf. Die Geräuschkulisse ist so gut gemacht. Das ist episch. Ich glaube auch, ich werde die Ladescreens rausschneiden. Es sei denn, ich rede dabei, dann bleiben die drin. Oder die sind irgendwie besonders. Aber ihr habt jetzt den einen gesehen, der ist einfach nur schwarz und so ein kleines Viech läuft in der Ecke. Ich dachte kurz, die wollen uns mitnehmen. So, was ist hier? Oh, ich höre wieder so ein Biest. Ich glaube, wir müssen... Gehen wir hier runter? Ja. Okay, wir könnten hier springen. Aber ich glaube, das ist mies unverantwortlich. Deswegen droppen wir hier einfach. Oh, aber ich glaube, hier können wir nicht mehr hoch. Egal. Wir haben kein Gras, in dem wir uns verstecken können. Ich glaube, wir können ihn trollen. Dreh dich um. Ja. Jetzt gehen wir hier hin. Jetzt dreh dich wieder um. Ja, das ist clever.
Sehr gut. Und gute Nacht. Laut. Spring! Nein! Nein! Wir haben es nicht geschafft. Aber ich glaube, das muss man so machen. Den Dreh einmal voll. Oh, das war's. Spring! Okay, und jetzt lauf. Spring! Ja! Okay. Die Taktik war nur meine Ausführung schlecht. Gehen weiter. Was ist das? Oh mein Gott. Das sieht widerlich aus. Okay, aber der aktiviert sich nur, wenn wir da sind. Von daher ist der nicht gefährlich. Ah, wir brauchen den sogar. Okay. Warte, wie lassen wir das? Warte mal, hier lang geht's. Nein, oder? Nein. Oh mein Gott. Aber wie nice. Oh, ist der widerlich. Nein, das Geräusch. Oh, das ist eine coole Taktik. Okay. Na los. Oh mein Gott, ist das Ding eklig. Das sieht so widerlich. Okay, gehen wir weiter. Oh, hier ist es offen. Egal, weiter geht's. Hier kriechen und hier durch. Nein, hä? Wie asozial. Sie haben ihn getrackt. Okay. Wie können wir das auf? Hier? Machen wir das hier auf? Oh, clean. Okay. Warte mal. Kann es sein, dass wir da nicht hochkommen? Also wir kommen auf jeden Fall hier hoch. Das ist gut. Aber kommen wir hier hoch? Nee. Hier! Geh mal, Hanna! Können wir das Ding verschieben? Nee. Vielleicht, wenn es zu ist. Vielleicht müssen wir es nochmal zu machen. Ja, okay. Episch. Jetzt hier hin und dann müssen wir es wieder aufmachen. Das ist die Strategie. Jetzt aufmachen. Und jetzt. Oh, das heißt, theoretisch passen wir auch in so ein Ding. Das schmeckt so gar nicht. Zieh dich hoch. Nice. Weiter geht's. Ich habe irgendwas in der Spielbeschreibung von so einem Begleiter gelesen. Ich nehme mal an, das ist er, oder? Immer. Komm zurück. Du tappst gleich wieder in eine Falle. Imaki! Oh mein Gott. Ne? Schaffen wir den Sprung? Ja, okay. Na los, Lana. Wir schaffen das. Oh, hier ist wieder so ein Seil. So. Und jetzt Sprung. Nice. Okay, ist das wieder ein Dorf? Nee. Okay. Wie können wir da hoch? Können wir an so eine Stange rumklettern? Nee. Was ist das? Oh, ich glaube, das ist. Ah, okay. Und spring. Ja. Perfekt. Und wir sind wieder drin. Na los. Diese Augen. Oh. Na los.
geht nicht. Trotzdem. Ja, und jetzt? Hallo? Oh mein Gott, wie nett von dir. Ja, er ist der Beste. Ja, und ich bin so dumm, das Seil hochzuklettern. No. Hä? Nein, 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 du sollst in die andere Richtung. Oh, wir müssen schwingen. Ja, okay, okay, okay. Wir können schwingen, eher. Weil ich glaube nicht, dass wir es da mussten. Aber egal, weiter geht's. Oh mein Gott, wie man immer den Hintergrund sieht. Das Spiel ist so schön. Das muss man sich mal geben. Das ist wie aufgepinselt. Das ist doch eine epische Szene. Yo. Hält das Ding uns? Ich dachte, das bricht gleich ein. Oh mein Gott. Krass. Und jetzt? Zoomt das auch wieder rein oder bleibt die Kamera? Ah, okay, okay. Okay. Ich muss wieder so. Oh nein. Was ist das? Wenn du es wagst, mich zu braten. Was ist für ein Asi? Okay, hier und da müssen wir uns erstmal verstecken. Und jetzt. Er bewacht. Wir können, ich nehme mal an, wir können die Kiste verschieben. Dann können wir, während er sich umdreht, die Kiste so aufstellen, dass wir zur Klippe springen können und dann von der Klippe aus durch diesen Gang reichen. Da sollten wir ganz sicher sein. Und dann können wir den Dreh freilassen. Oh nein, zu früh. Nein, 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 nein. Oh Mann. Okay, okay, okay. Na komm, komm einmal gucken und sobald du dich umdrehst, rette ich deine Beine. Dreh dich um, dreh dich um. Ja. So, drauf, 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 drauf. Hier hinspringen. So, oh mein Gott. Nein, 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 nein. Riech. Okay, okay, das Spiel ist episch. Das Spiel ist so episch. So, jetzt müssen wir warten, bis er sich wegdreht und dann den Brief freilassen. Und jetzt, na los. Lauf! Lauf! Ja, okay. Jetzt, also, auf ihn sogar. Es gibt gar keinen Weg, weiter vorzugehen, ohne ihn zu befreien. Oh, wir träumen das. Oh, wie episch. Na los. Können wir hier? Nee. Vielleicht hätten wir springen können. Egal. Da sollen wir nicht. Er hat aus der Richtung gerufen. Oh, warte mal, waren wir hier nicht? Ist das nicht? Ja, das ist der gleiche. Oh mein Gott,
Wie schön gemacht, wie schön gemacht. Wie schön gemacht, wie schön die Idee, dass sie das träumt. Okay, ich kommentiere mal weiter nicht, weil ich bin jetzt selber gespannt, was passiert. Kennt ihr das, wenn ihr einen Traum träumt und dann aufwacht und wünscht, ihr hättet den Traum zu Ende geträumt? Mhm. Ja, RIP an Lana. Grafik ist so nice. Oh. Ima. Bleib sitzen. Und jetzt? Olai. Ima. Oh, nein. Der ist Olai. Nice, nice, nice. Cool gemacht, cool gemacht. Wir können ihn sitzen lassen irgendwo. Ich weiß zwar jetzt nicht, wofür das irgendwie praktisch sein könnte. Wahrscheinlich in irgendeinem Rätsel. Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das aussehen kann. Na, komm mit. Komm mit, komm mit. Komm mit, mein Bestes da. Und wieder Parkour. Parkour-Proof. Oh. Okay, okay, Parkour-Proof. Na los. Ist ja gut. Kommt ihr da rauf? Oh mein Gott, wie woher springt? Mamui. Wie schön. Wie schön gemacht. Und jetzt können wir hier das Teil aktivieren, um rüberzugehen. Aber hört der uns von hier aus zu? Wie schön. Okay. Das gleiche? Immer. Warte hier. Ja, okay. Das ist immer noch das Tutorial, nehme ich mal an. So mehr oder weniger. Na los. So. Und jetzt kommt. Immer. Na los. Kommt er? Immer. Ah. Olai, mui. Oh, nice. Nice, nice, nice. Los. Sehr gut. Schöner Sprung. Was denn hier? Hä? Wie komme ich hier nicht durch? Ich kann den Dreh streicheln. Was ist denn hier los? Oh. Okay, pass auf. Du bleib hier sitzen. Okay.
Die Dinger sind mehr oder weniger stabil. Okay, okay, okay. So, bleib da. Bleib einfach da sitzen. Wir kommen von der anderen Seite und holen dich. Ja, ja, ich weiß, das ist erwartet. Wir holen dich. Wir holen. Hä? Was? Oh, wie schön, hä? Habt ihr das gerade gesehen? So Ameisen haben diesen Stein bewegt. Und jetzt klettern wir hier im Seil hoch. Hier rüber. Jetzt reißen wir hier die Wand ab. Und jetzt kommen wir. Hola. Nice. Die. Na los, spring. Ach so. Okay. Okay, okay. Abfahrt. Das Spiel ist so schön. Ich werde das noch tausendmal sagen, aber allein dieser Planet im Hintergrund oder was das ist, so krass. Mhm. Hä? Was kann ich denn hier machen? Halten und die Maus bewegen. Ja, und jetzt? Ah, kann ich ihn irgendwo hinschicken? Famaki! Ah! E? Hallo! Oha! Wie cool! Er macht einfach meine Befehle. Nein. Er ist natürlich unser allerbester Freund und er arbeitet mit uns zusammen, damit wir beide überleben. So. Jetzt Sprung. Kommt er? Warum kommt er denn nicht? Muss ich den... Hola, Mui. Ah, okay, okay, okay. Der sitzt sich immer automatisch hin, wenn man E drückt. Alles klar. Kann ich das irgendwo machen? Nee, das geht nur an... Okay, okay. Ich kann ihn nicht einfach so in eine Richtung schicken. Oh. Oh, hier lebt mal jemand. Aber ich glaube, den haben auch die Aliens gefressen. Beziehungsweise die Maschine. Oh. Okay. Cliffhanger-Modus. Bevor wir diesen Sprung wagen, beende ich die Folge. Und bis zum nächsten Mal. Hat Bock gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lol. Liken und abonnieren nicht vergessen.